Hallo Freunde und herzlich willkommen zu dem Video nach den Ferien von mir. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien. Ich hatte sie. Und ja, ich war in den Ferien in einem kleinen Praktikum von einem Fernsehsender. Und da ist Camilla auch gleich wieder. Ich war bei einem Praktikum bei einem Fernsehsender, der nennt sich Neu1. Ja, da habe ich viele Sachen gemacht. Bin zu einigen Drehs mitgefahren und habe auch eine Sache selbst erstellt und diese möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ja, da bin ich an dem ersten Tag gleich angekommen. Da haben sie gesagt, mach doch mal zu diesem Thema einfach mal eine kleine Sendung. Und da dachte ich mir, ja, ist doch ganz cool. Habe ich mit meinen eigenen Sachen erstmal gemacht und ja, das möchte ich euch jetzt zeigen. Also viel Spaß mit meinem kleinen Beitrag. Haben Sie so etwas schon mal irgendwo stehen gesehen? Das sind Stelen. Auf ihnen stehen zum Beispiel Informationen zu einem Gegenstand. Zum Beispiel hier zu der Torpedo-Versuchsanstalt. Stelen sind freistehende mit Relief oder Inschrift versehene Platten oder Säulen. Gerade für Touristen sind Stelen sehr informationsgebend. Auch in der Kunst werden Stelen verwendet. Anfangs wurden sie um 1500 bis 2500 vor Christus in der Jungsteinzeit verwendet. Also, wenn Sie das nächste Mal als Tourist unterwegs sind, achten Sie doch mal auf solche Stelen. Vielen Dank fürs Zuhören. So, das war es eigentlich. Dieser Beitrag ist jetzt nicht wirklich kurz, weil was will man auch zu dem Thema Stelen machen? Und ja, eigentlich war es das jetzt mit dem Rückmeldungsvideo, dass ich wieder da bin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Tschüss!